Ich bin ja bisher immer klargekommen. Bei mir ist das ja gar nicht so schlimm wie zum Beispiel bei meinem Bruder. Oder ich kann ja mich mit Menschen treffen. Aber mir ist jetzt immer mehr bewusst geworden, wie anstrengend das gleichzeitig ist. Also wenn ich dann irgendwie mich verabrede mit einem fremden Menschen, wie auch immer, dann weiß ich, ich muss am nächsten Tag mir Zeit freischaufeln, um wieder Stresslöffel zurückzugewinnen. Und wir beide haben uns dazu entschieden, dass wir uns nicht mehr diesen Stress machen wollen und dass es nicht darauf ankommt, dass mein Nachbar mit mir zurechtkommt, sondern dass ich in meinem Leben zurechtkomme. Herzlich willkommen. Wir sind auf dem Weg zu einer neuen Folge von Besser so. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor, und ich besuche mit euch Menschen, in deren Leben es große Entscheidungen, unerwartete Wendepunkte oder krasse Erlebnisse gab. Hören wir diesen Menschen zu, können wir aus ihren Erfahrungen verblüffend viel für unser eigenes Leben mitnehmen. Heute spreche ich mit Milena und Lena. Die beiden besten Freundinnen schweißt etwas zusammen, das man auf den ersten Blick nicht erkennt. Sie sind Autistinnen. Schon immer fühlen sie sich wie Aliens unter uns Normalen, in Anführungsstrichen. Jeder Tag ist dabei ein Kampf, um nicht aufzufallen. Niemand soll merken, wie schwer es für die beiden ist, mit anderen zu kommunizieren, in Gruppen zu bestehen und vor allem sich selbst zu begreifen. Was ist Autismus? Warum wird er bei Frauen oft so falsch verstanden? Und wieso muss man sich eigentlich immer an die Welt anpassen und nicht andersrum? Darum geht's in dieser Folge, aber auch um Fokus, das Aufbauen von tiefem Interesse an verschiedenen Themen und das Verstehen von Menschen. Ich riskiere jetzt eine Wette und wette mit euch, dass was ihr heute über Autismus lernt, das wusstet ihr so noch nicht. Zumindest ging es mir so, ich konnte aus dieser Folge unglaublich viel mitnehmen. Lena, Milena, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, wir sind ganz aufgeregt. Ihr seid aufgeregt? Ein bisschen. Ein bisschen. Ihr sitzt hier ganz locker. Das passt vielleicht schon zum Thema. Moment, die ganz billigen Übergänge mache ich hier. Es wird, das muss ich direkt dazu sagen, vorweg, weil ich das so spannend fand, in eurer Geschichte zu einer alles entscheidenden Party kommen, wo ich dachte, da soll hier nochmal einer, und ich denke an die vielen Studis hier in Münster, sagen, feiern gehen. Das hätte nicht auch was Konstruktives. Das spielt aber erst später eine Rolle, bis wir uns dahin vorgearbeitet haben. Lena, bei dir war ganz früh schon so als Kind, dass du gesagt hast, ich saß da und wusste nicht, dass es irgendwie in meinem Leben um Autismus gehen könnte und habe mich aber trotzdem so vom reinen Gefühl her wirklich wie ein Alien gefühlt. Ja, genau. Wie fühlt sich ein Alien in Neuss, wo du groß geworden bist? Überfordert mit dem Leben, würde ich sagen. Also mir war immer bewusst, dass ich gut bin, so wie ich bin. Also es war nie ein extrem unangenehmes Gefühl, aber es war überfordernd, weil ich das Gefühl hatte, alle Menschen um mich rum haben irgendwie eine kleine Bauanleitung bei sich und wissen, wie sie mit ihrem Leben umgehen sollen, welche Entscheidungen sie zu treffen haben, wie man mit Menschen umgeht, während ich irgendwie überfordert daneben stand und erstmal nur beobachtet habe. Und es war sehr hart. Also es war ein hartes Leben, würde ich sagen. Was war das Schlimmste? Nicht zu verstehen, wo das Problem ist. Dass man grundlegend anders ist als viele, viele andere Menschen. Milena nickt direkt. Ja. Kennst du dieses Alien-Gefühl? Absolut. Also ich kann das nur unterstreichen, dass das Schlimmste das Gefühl ist, nicht zu wissen, was stimmt denn mit mir nicht? Warum kommen alle anderen so gut in ihrem Leben klar, so leicht? Mhm. Und ich wusste nicht mal genau, wo die Probleme liegen, habe aber gemerkt, irgendwie, ja, fühlt sich das alles anstrengender an als für die meisten Leute. Und ist das dann nur so im Vergleich, dass ich merke, hier stimmt was mit mir nicht, oder merke ich das auch in mir drin selber? Also ich habe es auch in mir drin selber gemerkt, auf jeden Fall. Es ist ein Gefühl von, jeder Tag ist ein neues Abenteuer. Und man merkt irgendwie, dass jede neue Situation eine extreme Unsicherheit mit sich bringt. Und dadurch ist das ein Gefühl in einem selbst, auf jeden Fall. Du sagst das jetzt gerade, jeder Tag ist ein neues Abenteuer mit einem breiten Grinsen irgendwie. Ihr lacht euch an. Abenteuer klingt jetzt erstmal ganz könnte, nett. Könnte ein Kind ja auch reizen. Mhm. Aber ist es nicht? Überhaupt nicht. Also ich bin jetzt 26 Jahre alt und habe begriffen, dass jeder Tag meiner letzten 26 Jahre ein Abenteuer war. Und das ist auf Dauer ganz schön anstrengend. Man muss sich ja von Abenteuern auch erholen können. Und das ist nicht möglich, wenn
eine Reise nach Münster in eine schöne Stadt erstmal eine kleine Krise innerlich in einem gibt, weil man weiß nicht, zu welchem Testzentrum man gehen soll, man weiß nicht, wie man genau hier hinkommt. Man muss sich immer wieder neu zurechtfinden. Immer wieder neu, außer man bleibt an dem Ort, an dem man groß geworden ist. Okay, jetzt kann ich dir sagen, wenn ich irgendwie in eine andere Stadt soll, vom Bahnhof ins Hotel, wenn ich auf Tour bin zum Beispiel, auch noch gerne vorher testen. Also kurz vor Krise, macht mich auch fertig. Wo ist jetzt dein Mehr, dass du wirklich sagst, nee, das ist dann aber anders als bei allen, die vielleicht irgendwie mal irgendwo hinkommen und sich da erstmal unwohl fühlen oder nicht auskennen? Ich würde sagen, meine Reizfilterschwäche dazu, dass ich mich, wenn ich oft im Straßenverkehr bin, mich entscheiden muss, ziehe ich Noise-Canceling-Kopfhörer auf und bekomme akustisch nichts mehr von meiner Außenwelt mit, bin dann aber auch nicht mehr wirklich fähig, allein im Straßenverkehr zu sein. Oder ich höre alles, bin aber völlig überfordert mit der Lautstärke und stehe kurz vorm Meltdown, Shutdown, was auch immer. Reizfilterschwäche, das ist ein Wort, müssen wir mal kurz auseinandernehmen. Milena nickt wissend. Mhm. Heißt was? Ja, also es sind unterschiedliche Reize, die einfach stärker wahrgenommen werden. Das heißt, wenn wir in einem Café sitzen, dann höre ich nicht nur uns beide sprechen, sondern alle Menschen um mich rum. Ich höre die Tassen klappern, höre ja die Gespräche gleichzeitig vom Nachbartisch, währenddessen ich selber eins führe, dann noch mit den Gedanken in meinem Kopf, die gleichzeitig ablaufen, und es ist sehr viel. Manchmal ist es bei mir auch ganz andersrum, dass ich so konzentriert auf irgendwas bin, dass ich keine Geräusche mehr wahrnehme. Der Noise-Canceling-Modus. Genau, und den habe ich manchmal auch, wenn ich extrem gestresst bin, quasi in meinem Kopf und bin fast mal vom Krankenwagen gelaufen, weil ich die Sirene nicht gehört habe, weil ich so darauf konzentriert war, gerade über die Straße zu gehen. Oder so krass ist das. Ja. Okay. Ja, genau. Man hat halt seine Strategien entwickelt, um damit umzugehen. Ja. Davon haben wir sehr viele. Ja. Aber manchmal reichen die einfach auch nicht aus. Also bei diesen Strategien kann ich mir jetzt vorstellen, werden ganz viele wie ich so hellhörig, weil ich sag's jetzt mal so, dieses, ich laufe durch die Welt und alles prasselt auf mich ein und ich wünsche mir Noise Canceling Kopfhörer oder habe sie selber auch drin und höre dann vielleicht einen Krankenwagen nicht mehr. Welcome to my life, das kenne ich wirklich auch eins zu eins. Und jetzt zu lernen, wie kann ich damit umgehen, wenn ich jetzt aber nicht mich komplett abkoppeln kann, da vermute ich einfach, dass ihr da Profis drin seid. Ja. So, das ist deswegen gut, weil ich glaube, dass das etwas ist, was man sich mit Sicherheit abgucken kann und wo ihr wahrscheinlich eine ganze Reihe von Strategien habt, wo wir uns jetzt erstmal mit einer Störung beschäftigen, machen wir jetzt, aber dann ja nachher wieder wahrscheinlich extrem viel lernen können. Zumindest kann ich mir das gut vorstellen. Und frag mich jetzt gerade schon die ganze Zeit, wo ihr vor mir sitzt, wann ich eigentlich meine Frage unterbringe, die ich mir hier notiert habe, weil jetzt kommt sie mir so falsch vor. Ich wollte nämlich von euch wissen, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, wie lange dauert das, bis ich merke, dass ihr Autistinnen seid? Mein Eindruck ist jetzt, das würde ich in 5 Stunden nicht merken, wenn mir das keiner gesagt hätte. Ist es so? Ja. Da sind also, wir uns einig, auf jeden Fall. Ich bin Erzieherin, ich habe Abitur, ich habe viele Menschen in meinem Leben kennengelernt und auch im pädagogischen Kontext kennengelernt. Es hat ja auch niemand gemerkt. Das engste Umfeld, Eltern, Verwandte, enge Freunde, da ist ja niemand irgendwann mal in den letzten Jahren irgendwie gekommen und hat gesagt, ey, könnte es sein, dass du ein bisschen anders tickst? Aber das liegt halt daran, dass wir uns so gut anpassen können. Man beobachtet Menschen und die Verhaltensweisen der Menschen und versucht, so normal wie möglich, unterm Radar, gerade als weiblicher Autist, sich geheim zu halten. Ja, nicht auffallen. Und das ist aber nicht einfach eine bewusste Entscheidung, weil ich weiß ja erstmal ganz lange nicht, was mit mir ist, sondern das mache ich unbewusst, wie alle sich anpassen wollen. Unbewusst am Anfang, würde ich sagen, also so Kindheit oder so, aber man merkt sehr schnell im sozialen Kontext jegliche Gruppenerfahrung, Ausgrenzung, Mobbing in Gruppen, weil man halt anders ist, weil da, wenn man Kommunikationsschwierigkeiten hat, und das fängt halt an mit, wann sagt man etwas? Und wenn man das noch nicht so gut kann, vor allem in der Jugend, und dann Kinder, Jugendliche sind ja sowieso fies. Können gnadenlos sein. Gnadenlos. Dann, eckt man an. Und weiß nicht warum. Hast du das erlebt, wenn du jetzt sagst, dass man dann da so sozial eben Schwierigkeiten bekommt, aneckt, Lena, dass du dann richtig fertig gemacht wirst? Ja. Weil es klang jetzt so raus, wenn du sagst, Kinder können so. Ja, auf jeden Fall. Also so, ich wurde sehr schwer gemobbt und Menschen ganz schön skrupellos sein können. Was war da passiert? Man hat mir meine Bremsschläuche am Fahrrad durchgeschnitten. Und bei uns What? In der Schule musste man immer so eine kleine Fahrradunterführung durch und da bin ich gegen gedonnert. Wie, da andere Kids aus der Schule schneiden die Bremsen durch? Ja. Kann tödlich sein?
kann tödlich sein, ja. Ist mir zum Glück damals nicht bewusst gewesen. Also ich war mehr darauf konzentriert, jetzt ist mein Fahrrad schon wieder kaputt. Ich lag im Krankenhaus, konnte Klausuren nicht schreiben. Also ich war da sehr bei mir selbst. Aber jetzt ist der Kontext da auf jeden Fall. Und was? Ich konnte nichts dafür. Also das. Ja, ja, genau. Und was macht das im Rückblick da mit einem? Ja, das macht einem nochmal bewusst, wie unglaublich stark man durchs Leben geht. Was man alles gemeistert hat und was man so irgendwie dann doch auf eine gute Art und Weise verarbeitet hat, ohne dabei völlig vor die Hunde zu gehen. Ah ja, das finde ich spannend, weil ich hätte jetzt gedacht, dass du das ganz anders ja auch beschreiben könntest, nämlich dass man dann da sitzt und sich denkt, ich armer Wurm, was wurde ich fertig gemacht, was hatte ich für eine schreckliche Kindheit? Und du sagst, ja, die hatte ich, aber ich bin jetzt eigentlich stolz auf mich, das so geschafft zu haben. Ja, voll. Das war lebenslanger Überlebenskampf und ich habe jetzt viel Therapie hinter mir. Ich bin gerade in einem Burnout. Ich musste mich wirklich damit auseinandersetzen, okay, was hast du die letzten 25 Jahre gemacht, dass es dir jetzt so geht, wie es dir geht? Dann wird man da sehr realistisch in der Reflexion und ich bin offiziell diagnostiziert seit ein paar Wochen als Autistin und der Weg der Diagnose ist sehr lang, aber wenn man dann wirklich weiß, okay, ich konnte nie was dafür und das ist alles irgendwie erklärbar, dann ist bei mir jegliche Form von schlechten Gefühlen oder Wut oder irgendwie ist komplett raus, weg aus der Situation. Ah, okay. Weil ich es mir erklären kann. Ja, verstehe. Dann gucke ich nicht mehr auf mich wie das Alien, das Alien betrachtet, sondern ich fange plötzlich an, das Alien zu verstehen? Ja, ganz genau. Milena, kannst du das nachempfinden? Gemobbt werden, fertig gemacht werden? Absolut, ja. Also auf jeden Fall. Und mir wurde dann immer nachgesagt, dass ich sehr unterkühlt wirke, dass ich arrogant wirke. Was ich absolut nicht verstanden habe, weil ich mich selber ja kenne und es als super unpassend empfunden hat, mich als arrogant zu bezeichnen. Im Gegenteil, ich war eigentlich dann eher immer darauf bedacht, es meiner Umwelt gut zu machen und ja für andere da zu sein. Das war eigentlich immer mein Ziel. Ich wollte einfach am liebsten in Ruhe gelassen werden. Ich wollte eigentlich unterm Radar irgendwie so durch die Welt kommen. Ach krass, lässt mich sofort an eine sehr eindrückliche Geschichte von hier denken. Und zwar war Basti Bielendorfer mal hier, der Comedian, und hat von seinen Mobbing-Erfahrungen erzählt. Und da war es ganz anders, weil der meinte, mir geht's darum, dass ich es nicht geschafft habe, da irgendwie in der Gruppe so richtig angenommen zu werden. Er war immer der kleine, dicke Junge, den alle fertig gemacht haben. Und er hat so irgendwie total verstanden, aber wusste trotzdem nicht, was er dagegen tun kann. Und ihr sagt mir jetzt, ich sitze da, werd fertig gemacht, weil ich irgendwie auffalle und verstehe überhaupt nicht, wieso falle ich denn auf. Ich will doch alles, nur nicht auffallen. Ganz genau, ja. Okay. Und man will vielleicht auch gar kein Teil der Gruppe sein. Also. Noch wichtiger. Ich wollte nie Teil einer Gruppe sein. Wie? Kinder wollen doch immer dazugehören, dabei sein. Du nicht. Nee. Ich möchte irgendwo am Rand sitzen und die anderen Kinder beobachten. Aha. Ich habe gerade das Gefühl, ich betrete eine neue Welt. Ja. Ja, wirklich. Weil ich habe gerade das Gefühl, hier kommt jetzt der. Wie wollt ihr mich nennen? Wenn ihr die Aliens seid, bin ich halt der Predator oder sowas. Ihr betritt gerade ein Wesen, die Welt eines anderen Wesens. Aber offenbar sind wir alle Menschen und natürlich werden wir gleich noch die Parallelen sehen. Trotzdem finde ich so krass, nicht dazugehören wollen, nicht mit anderen Kindern irgendwie in der Clique sein wollen, ganz abgeschottet im Prinzip zu sein und das nicht komisch zu finden, sondern das eigentlich normal zu finden. Das wundert mich so, weil der Mensch ist doch eigentlich so ein soziales Wesen. Das hat sich bei mir persönlich auch gewandelt in dem Moment, wo ich die richtigen Menschen getroffen habe. Wo ich Menschen getroffen habe, wo ich nicht das Gefühl hatte, mich verstellen zu müssen. Wo ich nicht das Gefühl hatte, das Handbuch nicht bekommen zu haben, wie man sich zu verhalten hat. Das wird häufig so beschrieben, dass irgendwie man das Gefühl hat, dass alle irgendwie ein Handbuch bekommen haben, wo drin steht, so funktioniert der Mensch. Und wir haben es halt einfach nicht gekriegt. Verrätst du uns gleich, was das für richtige Menschen sind? Ja, gerne. Okay, dann vorher aber einmal, weil es hier die ganze Zeit jetzt im Raum steht, wie der rosa Elefant oder wie das große Alien. Autismus-Spektrum-Störung. Ein viel sperrigeres Wort kann man sich, finde ich, kaum vorstellen. Wenn ihr jetzt jemanden kennenlernt, sagen wir mal mich, und wir würden jetzt hier normal in einer Bar in Münze abends zusammensitzen und ein Bier trinken oder so, würdet ihr mir dann irgendwann erzählen, wenn die Chemie stimmt, ja, ich bin Autistin? Ja, so, auf jeden Fall. Sagt ihr sofort ja. Und dann nehmen wir jetzt mal an, ich wäre totaler Laie, von Psychologie noch nie was gehört, dass Autismus existiert, vielleicht schon mal irgendwie so mitbekommen. Ich kenne noch Asperger oder sowas, aber das war jetzt schon alles. Erklärt doch mal bitte
einem totalen Laien in der Bar, was ist das denn dann? Mir fällt es gerade tatsächlich nicht so die perfekte Umschreibung ein. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Situation so schwierig macht. Du hast vorhin gesagt, dass sich das anfühlt wie eine neue Welt, in die du betriffst. Mhm. Und für uns ist unsere Welt mit den vielen Dingen, die wir tagtäglich über Autismus lernen und feststellen und auch schon wissen, zeitgleich das Natürlichste, was man sich vorstellen kann. Und wenn man jetzt die Farbe Blau beschreiben würde, würde einem das ja auch wahnsinnig schwer fallen. Und ich glaube, das ist unser grundsätzliches Problem in der Situation. Aber ich glaube, ich würde, wenn wir uns jetzt hier in einer Bar kennenlernen würden und man das Thema würde aufkommen, vor allem sagen, dass man sich unnormal normal vorkommt und dass Autismus noch nicht gut genug erforscht ist, um für uns auf unserer Ebene von Wissenschaft und Fachwissen und was ist uns da wichtig, was wir an die Welt weitergeben wollen, noch nicht die Antworten bietet, die wir eigentlich brauchen. Also man spricht von neurodiversen Gehirnen. Und dass wir diese Reizfilterschwäche haben und dementsprechend unsere Umwelt komplett anders wahrnehmen als der normale Mensch. Mhm. Und um mit diesen Reizen und diesen generellen problematischen Kommunikationsschwierigkeiten mit Menschen umgehen, damit überhaupt klarzukommen, haben wir teilweise Verhaltensweisen, die nicht ganz typisch sind. Also zum Beispiel stimmen wir, wenn wir gestresst sind. Also ich habe immer ein Haargummi ums Handgelenk, was ich jederzeit nehmen kann und bewegen kann, wenn ich gestresst bin. Wir finden Augenkontakt sehr unangenehm. Das ist jetzt nicht super schlimm, weil wir extrem angepasst sind und damit umgehen können. Aber so dauerhaft ist das anstrengend. Also ich spreche immer von diesem Löffelprinzip. Man steht morgens auf, man hat Energielöffel. Und als Autist hat man noch viel weniger Energie. Weil Moment, alles was ist ein Energielöffel? Ach so, ein Energielöffel. Wenn ich morgens aufstehe, habe ich vielleicht maximal 10 Löffel. Ja. Und jeder Löffel geht, oder die Löffel gehen weg, je nachdem, was ansteht an dem Tag. Und Dinge können manchmal an manchen Tagen gar nicht so krass anstrengend sein, aber an anderen Tagen schon. Und als Autist hat man grundsätzlich schon mal weniger Energielöffel als ein normaler Mensch. Also ich habe morgens so einen Löffel voller Cornflakes drauf und dann, wenn irgendwas anstrengend ist, esse ich einen davon. Ja, und genau. Dann nachmittags ist nochmal was besonders anstrengend, esse ich 3. Und wenn es alles gut läuft, habe ich abends noch 2 übrig, um irgendwie Sport zu machen, wenn ich 10 habe. Genau. Und du hast nur 5. Wenn überhaupt. Weil alles mich noch viel mehr anstrengt, weil ich ja in jeder sozialen Interaktion viel mehr analysieren muss, weil ich ja die Menschen gar nicht verstehe. Ich weiß nicht, natürlich, ich komme hier in diese Bar rein und weiß jetzt, wie ich mich zu verhalten habe. Ich kenne die Menschen noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie habe ich jetzt mit den Menschen umzugehen. Das habe ich nach meinem Umzug gemerkt, als ich vom Rheinland nach Hamburg gezogen bin. Auf einmal die Norddeutschen, in Kiel noch krasser. Norddeutsche Menschen, liebe Aliens. Ja, norddeutsche Menschen sind anders als Rheinländer. Ja. Merkt man erstmal, wie anstrengend es wirklich ist, sozial interaktiv klarzukommen. Okay, und ich denke jetzt gerade sofort, was du beschreibst, das kenne ich aber auch. Ich bin viel in Hamburg in letzter Zeit und denke dann auch immer, ist eine andere Welt hier als kölsche Frohnatur. Ja. Und dann denke ich jetzt aber andersrum, okay, ich bin aber auch ins Ausland gegangen in der Schulzeit, habe in Frankreich gewohnt, in Spanien gewohnt, in Istanbul lange gewohnt und habe das immer total genossen. Völlige Reizüberflutung, neue Städte, neue Gerüche, ganz anderes Essen, andere Musik, ganz andere Sprache. Und da stelle ich es mir jetzt so vor, dass du dann sagen würdest, nein, das ist viel, viel, viel zu viel. Ja. Okay, viel zu wenig Energielöffel. Ja, viel zu wenig Energielöffel. Ich glaube auch, dass, also was man zusätzlich bedenken muss, ist, dass nichts alleine abläuft. Wir haben keine Intuition, wie man sich in sozialen Kontakten verhält. Also das ist alles, was generell abläuft. Wir brauchen immer Regeln. Ja. Also eben hatten wir eine Situation, dass ich eine Zeit lang auf dem Fahrradweg gegangen bin, weil ich nicht sofort gesehen habe, dass das so die Fahrradwege das in Münster sind. Das ist in Münster tödlich. Dabei, und wenn du nicht vom Fahrrad überfahren wirst, kommt eine Oma und sticht dir mit ihrem Regenschirm beide Augen aus vor lauter Hass. Wenn der Münsteraner eins hasst, sind es Leute auf Fahrradwegen, die nichts verloren haben. Das muss einem dann einer sagen. Ja, ganz genau. Oder ein großes Schild stehen. Oder ein großes Schild stehen. Ein bisschen Barrierefreiheit. Ja, ja, okay. Ich habe jetzt mal Thema, das ist eine fremde Welt, die psychologische Definition dabei von der Autismus-Spektrum-Störung. Und wer bei dem Wort schon Schwierigkeiten hat, sollte jetzt am besten für 2 Minuten ausschalten, weil ich finde es so krass, wie das beschrieben wird. Und da wird auch mal klar, wie wichtig das ist, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die davon berichten können, um das mit Leben zu füllen. Also die Autismus-Spektrum-Störung ist jetzt erstmal eine Entwicklungsstörung, die durch anhaltende Defizite
in der sozialen Kommunikation und Interaktion über viele verschiedene Kontexte hinweg charakterisiert ist. Kann man ein bisschen verstehen, habt ihr auch schon berichtet, ne? Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion in verschiedensten Situationen. Dazu gehören dann zum Beispiel, dass ich so dieses sozial-reziproke, das Hin und Her nicht begreifen kann, dass ich im Nonverbalen Schwierigkeiten habe, also Gestik, Mimik richtig zu interpretieren. Dann aber auch, und das finde ich noch ganz wichtig, dass zusätzlich zu diesen sozialen Beeinträchtigungen in der Kommunikation auch so wiederholende Muster von Verhaltensweisen, Interessen und Aktivitäten dazukommen. Also, dass ich bestimmte Dinge irgendwie immer wieder mache. Zum Beispiel eine Münze auf dem Tisch drehen, aber auch vielleicht als Kind immer wieder mich mit dem Staubsauger auseinandersetzen und dann plötzlich so voll den Fokus auf ein Thema richte, wo alle anderen von außen davor stehen und sagen, hä, du hast jetzt die kompletten Busfahrpläne von Neuss auswendig gelernt, was soll das denn? Ihr nickt beide und ich würde das jetzt gerne mal, weil das so unterschiedliche Aspekte hat, nochmal mit Leben füllen. Also Schwierigkeiten in der sozialen Kommunikation, das hatten wir schon. Schwierigkeiten so im sozialen Verständnis, das wäre dann der Fahrradweg. Was gehört da noch dazu? Ironie. Aha, wenn ich einen Witz mache, checkst du nicht, dass das ironisch war. Nee, wir nehmen alles wörtlich. Ich nicht. Also da merkt man wieder die Lena, Unterschiede. Genau, und das ist das Ding. Wir sind einerseits sehr unterschiedlich, aber doch sehr gleich. Also ein Autist generell nimmt erstmal alles wörtlich. Dann kommt es aber auch darauf an, wie gut ist das Hirn, Phrasen und alles Mögliche abzuspeichern. Also es wird immer, man nimmt halt im Kopf darauf Bezug, das habe ich schon mal gehört. Oder ich kann mir das logisch erklären, dass das jetzt nicht wortwörtlich gemeint sein kann. Also wenn ich jetzt sagen würde, wo es ja heute grau und finster ist, das ist aber schönes Wetter hier draußen, dann wüsstest du schon, übers Wetter werden oft ironische Sprüche gemacht. Ja. Okay. Aber wenn das eine ganz klassische Ironie ist und ich vor allem keine Ahnung von dem Thema habe, könnte man mir theoretisch irgendeine Geschichte erzählen und ich würde es glauben. Okay, krass. Ja, verstanden. Dann gibt's noch die andere Wahrnehmungsverarbeitung. Ich denke sofort an dich, Milena, und den Noise-Canceling-Modus draußen auf der Straße. Vorsichtig, da kommt ein Krankenwagen. Jetzt habe ich hier noch ungewöhnliche Denkweisen und Problemlösungen. Was ist das? Ich glaube, das kann man gut mit den Strategien, die wir uns überlegt haben, verbinden. Also, gib mir ein Beispiel. Also ich persönlich stimme so, dass ich mein Bein streichle. Stimme sagt ihr immer wieder so, als müsst ihr wieder wissen, was das ist. Was ist das? Das ist einfach eine Art und Weise, um seinen Stress zu regulieren. Das machen neurotypische Menschen genauso, wie zum Beispiel das Klicken bei einem Kugelschreiber. Ich hebel immer mit den Beinen. Genau, ja. Okay. Ganz klassisch. Das ist Stimmen. Das ist Stimming und sehr gut, um Stress abzubauen. Und könnte das dann auch sowas sein, wie du merkst, einfach weil du verstanden hast, wie Leute Witze zum Beispiel erzählen, in so einer Runde, wo man mit Freunden in einer Bar sitzt, dass du dann einfach mitlachst, obwohl du es überhaupt nicht gecheckt hast? Ganz genau. Ja, ja, definitiv. Okay. Das passiert häufiger. Also mittlerweile nicht mehr so, weil ich durch Erfahrung einfach gelernt habe, wie ein Witz aufgebaut ist oder worüber Menschen lachen und ich dementsprechend mich da einfach auch wieder an der Stelle besser anpassen kann. Gehen wir mal weiter. Intensive und sehr spezielle Interessen. Habt ihr das auch? Ja, so einige. Also mein Spezialinteresse, wie man so schön sagt, sind auch auf jeden Fall Menschen. Menschen verstehen, Menschen analysieren, also Psychologie, aber auch der pädagogische Kontext durch meinen Job. Aber zum Beispiel auch Bücher. Literatur, Prints, alles, was geschrieben ist, Wörter, generell Sprache. Und wenn ich an einem Buchladen vorbeigehe oder hier sitze, hier sind sehr viele Bücher um mich rum, bin ich entspannt. Dann ist das nicht einfach nur, oh, das ist schön, das ist mein Interesse und das macht mich jetzt gerade glücklich, sondern es gibt mir eine tiefe Sicherheit in mir drin, wenn ich mich mit dem beschäftige, was meinem Spezialinteresse betrifft. Ich finde jetzt beides, und da merke ich schon wieder, dass man so Vorurteile hat, nicht so speziell. Also es kommt jetzt für mich nicht ran an, hey, aber ich bin gestern durch die Stadt gegangen und habe, wie ich es jeden Donnerstag mache, nochmal alle Kastanienbäume durchgezählt. Ja, und das ist vermutlich auch genau das Ding, weshalb wir hier sitzen, weil wir genau darüber aufklären wollen. Man hat bei der Autismus-Spektrum-Störung, insbesondere beim Asperger,
immer so diesen stereotypischen jungen Mann vor Augen, der irgendwelche komischen Dinge tut oder das Mathe-Genie ist, Physik irgendwas Krasses versteht. Mhm. Aber man hat sich noch nicht so viel damit beschäftigt, dass das ja auf das Gehirn ankommt. Also wie ein Mensch sich entwickelt, ja, welche Interessen ein Mensch entwickelt, ist ja ganz individuell, je nachdem, wie man groß wird, welche Erfahrungen man macht. Und gerade bei weiblichen Autisten, die ja noch mal mehr sich darum bemühen, nicht aufzufallen, wenn man dann halt auch sich ein Thema suchen würde, was extrem auffällig ist, fällt man ja auch noch mehr auf. Also zum Beispiel, Milena hat gerade ihr Ameisenthema gar nicht erwähnt. Oh. Ja. Jetzt habt ihr meine Aufmerksamkeit. Ameisen heißt? Ja, ich finde Ameisen einfach super interessant. Sag mir mal die absurdesten Facts über Ameisen, die du gesammelt hast. Meine Lieblingsameise ist die Blattschneiderameise. Man kennt sie nicht. Ja, und ich finde, ich müsste mich jetzt ja entscheiden für einen schönen Fakt. Aber zum Beispiel sehr erstaunlich finde ich, dass sie Pilze züchten. Also die ernähren sich von einem bestimmten Enzym, das in Pilzen enthalten ist, und züchten diese Pilze, um sie als Nahrung dann aufzunehmen. Okay, dann sitzt man irgendwann da und merkt, ich fahre total auf Ameisen ab. Ich fahre total auf Ameisen ab. Fällt das vom Himmel? Manchmal schon. Ja, doch. Also irgendwann kam ich mit dem Thema in Verbindung durch eine Doku, oder das ist relativ willkürlich, wie ich zum Thema komme. Aber wenn ich mich dann damit näher auseinandersetze, setzt eben so eine Entspannung ein. Ich kann mich stundenlang jetzt über Ameisen beispielsweise belesen und eine Doku sehen und mir Fakten dazu merken, und es entspannt mich, es fühlt sich gut an. Was entspannt? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das Wissen darüber. Wir sind sehr wissbegierig. Ja, noch eine andere These jetzt einfach von mir. Ich sitze da, fühle mich als Alien, merke mit den Menschen um mich herum, ecke ich immer wieder an, habe Schwierigkeiten. Ja. Aber wie jeder andere Kopf auch, will mein Hirn denken, machen, tun, sich beschäftigen. Der Kopf ist ja immer aktiv. Und jetzt merke ich, wenn ich mich zum Beispiel bei den Ameisen reinknie, die wollen nichts von mir. Die gucken mich nicht komisch an, die gucken mir überhaupt nicht in die Augen. Das Thema guckt mir nicht komisch in die Augen. Da will niemand, dass ich mich irgendwie anders verhalte, als ich jetzt hier in meinem stillen Kämmerlein sitze. Und das gibt mir plötzlich eine totale Belohnung im Hirn. Ist da was dran? Auf jeden Fall. Okay. Also das trifft es, glaube ich, ganz gut tatsächlich. Ja. Ich interessiere mich auch für Psychologie. aber ich finde es auch krass, dass ihr mir eben gesagt habt, ey, wenn ich dir jetzt versuchen würde, die Farbe blau zu beschreiben, wie soll ich das machen? Mhm. Jetzt reden wir ein paar Minuten weiter und ich habe schon das Gefühl, ich bin nicht mehr ganz fremd, ja, das ist in gut. dieser Welt. Ja, doch. Und das beruhigt mich gerade total, weil ich immer wieder auch denke, auf den ersten Blick, oh, da ist jetzt jemand Autist, da hat jemand eine Schizophrenie, da hat jemand eine bipolare Störung. Das ist ja so ganz, ganz anders, als ich lebe. Aber nein, darf man vielleicht auch nicht vergessen, Mensch ist dann irgendwo doch immer Mensch, und dass man in der Lage ist, sich einzufühlen, das gibt mir immer total viel. Ja. Könnt ihr nachvollziehen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich denke auch, deswegen sitzen wir hier heute. Wir beide haben uns dazu entschieden, dass wir uns nicht mehr diesen Stress machen wollen. Und es gibt so viele Menschen auf dieser Welt. Es kann nicht meine eigene persönliche Aufgabe im Leben sein, nirgendwo anzuecken und immer nur mit allen klarzukommen, sondern ich möchte mich selbst akzeptieren. Ja, bitte, weiter, Ich möchte mich selbst akzeptieren, und ich möchte der Mensch sein, der ich bin und immer schon war. Und ich habe einen sehr guten Autismustherapeuten in Hamburg, und der hat mir direkt zum Anfang während der Diagnose gesagt, dass es nicht darauf ankommt, dass mein Nachbar mit mir zurechtkommt, sondern dass ich in meinem Leben zurechtkomme. Und das ist sehr wichtig, glaube ich, zu verstehen. Erzählst du uns gleich noch ein bisschen mehr von dem, was du da gelernt hast? Noch nicht so viel, leider. Aber gibt schon erste Einsichten? Ja, schon ein bisschen. Und die Diagnose, da will ich gleich auch wissen, wie es dann dazu kam. Letzter Punkt aber hier aus unserer Liste. Und Milena, du schuldest uns ja auch noch hier eine Auflösung, nämlich wer waren denn dann die richtigen Menschen, die man trifft? Vorher aber noch Bedürfnis nach Beständigkeit. Das ist Menschen mit Autismus-Spektrumstörung auch extrem wichtig. Das stelle ich mir wiederum in dieser Welt hier, wo plötzlich gefühlt der dritte Weltkrieg losgeht in der Ukraine, wo plötzlich eine Pandemie kommt und alles auf den Kopf stellt, wo davor ja auch nicht man da saß und dachte, ach cool, ist ja wie vor 100 Jahren, sondern wo sich alles die ganze Zeit verändert, stelle ich mir das so unfassbar belastend vor, wenn man sagt, ich brauch's aber beständig. Ich befinde mich seit Beginn der Pandemie in einer Lebenskrise. Die aktuelle Lage auf der Welt macht das nicht einfacher.
Was sind da deine Tricks, um dann zu sagen, ich schaffe mir Beständigkeit in einer Welt, wo nichts beständig Routinen. Ist? Routinen. Routinen jeglicher Form. Das fängt an, was frühstücke ich morgens? Immer das Gleiche. Gern. Also jetzt heute haben wir ja was ganz Schönes gegessen, aber also mal was anderes. Aber ansonsten, wenn ich zu Hause in meiner Routine bin, dann helfe ich schon gern. Also nicht wirklich immer dasselbe, Toast aber. Toast mit Marmelade. Als es mir gar nicht gut ging, ja. Da war das immer wieder dasselbe. Also ich habe Pfannkuchen mit Nutella gegessen. Jeden Tag. Ja, schon. Und das hängt dir dann nicht zu den Ohren raus, sondern du denkst, wie beruhigend, es gibt wieder Pfannkuchen mit Nutella. Ja. Und das ist auch in meiner Kindheit schon so gewesen, dass ich phasenweise immer wieder dasselbe essen wollte und meine Eltern dann irgendwann gesagt haben, nee, also Lena, jetzt musst du auch mal was anderes essen. Wie Lena grinst du, als hätte sie aus was gehabt? Ameisen. Die kam erst später, aber das mit dem Essen hatte ich gerade als Kind auch extrem. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche und ja, es hat mir Sicherheit gegeben. Das ist wirklich so ein Gefühl von in dieser wandelhaften Welt, dass ich wenigstens einen Fixpunkt habe, der gleich ist. Und ansonsten hilft mir das persönlich in so unstetigen Situationen jetzt wie mit Corona etc., wenn ich mir einfach Wissen dazu aneigne. Ja. Also das gibt mir Ruhe. Ich weiß, ich kann gerade sowieso nichts tun, aber ich verstehe es wenigstens und kann damit dann halt wenigstens eine gewisse Beständigkeit in meinen Gefühlen herstellen. Und ja, bei mir ist es dann auch, dass ich gewisse Aufgaben einfach immer auf dieselbe Art und Weise erledige. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für die Uni eine Hausarbeit schreibe, habe ich immer dasselbe Prozedere, wie ich jetzt das Thema finde, wie ich ja die Schreibzeit quasi ansetze. Dass ich der Schreibtisch muss dann aufgeräumt sein, da steht immer dieselbe Lampe, da liegt immer dasselbe Zettel. Ja, nicht unbedingt, aber der Schreibtisch muss auf jeden Fall tatsächlich aufgeräumt sein, weil es sonst ablenkt einfach. Oder ich gehe in die Bibliothek und plane das dann so in meinem Alltag ein, dass ich da einfach auch eine gewisse Routine entwickle. Okay, ein Chaot wie ich, der den Wahnsinn irgendwie liebt und auch ein Leben hat, wo immer alles irgendwie anders ist und man die ganze Zeit von einem Ort zum anderen und von einem Projekt zum nächsten, der denkt jetzt gerade, wo ihr das so beschreibt, unterschätze ich vielleicht, wie sehr mein Kopf das die ganze Zeit fordert. Und wie viel, wie hast du es genannt, Energielöffel, vielleicht auch jeden Tag dafür draufgehen, dass ich eben viel zu wenig Routinen mir einbaue. Weil wenn ich das dann mal mache, ich merke das sofort, wenn ich es dann irgendwie schaffe, dass ich sage, ey, das habe ich manchmal, ich habe mal eine Zeit lang jeden Tag Liegestütze gemacht. Immer vorm Schlafen einfach. Hammer. Das tut total gut. Ich habe mal eine Zeit lang es geschafft, immer das Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen und einfach mir so einen alten Wecker gekauft und bin damit aufgestanden. Überragend. Alleine zur gleichen Zeit zu essen, kann so gut tun. Ich denke jetzt gerade, dass ihr uns doch schon mal mitgebt, wenn ich irgendwie gefordert bin oder wenn ich merke, irgendwas wird zu viel, dass ich mir mit Routinen wieder eine Ruhe reingeben kann, bei euch im Extremen, aber vielleicht bei allen anderen auch, dass man sich dadurch wieder ein Stück weit die beiden Füße auf den Boden holt. Auf jeden Fall. Also als ich nach Hamburg gezogen bin und ich in der Heimat sehr radikal mein Leben umgeschmissen habe und gesagt habe, ich muss mich jetzt um mich kümmern, war alles anders. Also der Ablauf war ein anderer, das Leben war anders, alles war anders. Und ich habe versucht, mir so viele Routinen wie nur möglich zu schaffen, um irgendwie eine Sicherheit zu haben. Und je kleiner man sich das durchstrukturiert, also je kleinschrittiger man dann im Endeffekt denkt, ich muss gleich losgehen und einkaufen, was brauche ich und wie schreibe ich den Einkaufszettel so, dass der Sinn ergibt, dass es alles nach Reihenfolge ist. Also je weniger ich in der jeweiligen Situation noch nachdenken muss, desto sicherer bin ich in der Situation. Deswegen, ja, ich war völlig überfordert und kein Wunder, dass mein Körper keine mehr Energie mehr hatte. Okay. Und noch dazu der psychische Stress kontinuierlich. Also Depression und Autismus hängt auch dann noch sehr eng zusammen. Hast du es erlebt, depressive Phasen? Ja, sehr stark. Wann war das am schlimmsten? Am schlimmsten Weihnachten 2020, würde ich sagen. Mitten in der Pandemie also? Ja. Was macht dann jemand, der Schwierigkeiten hat, sich sozial auszutauschen, der sich eh wie ein Alien fühlt, der vielleicht auch, das haben wir eben aufgezählt, so in sozialen Interaktionen nicht wirklich gut sich selber verständlich machen kann und andere auch nur schwierig versteht, wenn man dann noch das obendrauf mit sich rumschleppt? Ja, ich also
mein Körper hat dafür gesorgt, dass nicht mehr viel möglich war. Also ich habe meine Beine nicht wirklich gespürt, mein Appetit war komplett eingefahren. Auch dadurch, dass es mir sehr schwer fällt, wirklich mein Innerstes nach außen zu zeigen, glaube ich auch, dass vielen Menschen in der Heimat nicht so richtig bewusst war und auch ist, wie schlecht es mir wirklich ging. Dadurch, dass man als Autist immer irgendwie noch funktioniert und immer irgendwie noch eine Strategie findet, um irgendwie klarzukommen, habe ich irgendwann so das Gefühl gehabt, was soll denn jetzt noch passieren, dass mal meine Mitmenschen merken, wie schlecht es mir eigentlich wirklich geht. Und irgendwann habe ich begriffen, dass es nicht meine Bringschuld ist. Es kann nicht sein, dass ich alle meine Mitmenschen erstmal über mich selbst aufklären muss. Und man fühlt sich oft nicht ernst genommen. Das finde ich gerade auch nochmal so, so interessant, wieder aufs große Ganze, auf alle anderen, die auch mit Autismus jetzt nichts am Hut haben, mal übertragen. Ich sitze da und habe irgendwelche Strategien, um mit allem immer klarzukommen. Und die haben ja auch andere Menschen, ne? Ja. Jeder hat für sich irgendwelche Notfallstrategien, um irgendwie vielleicht normal zu wirken, obwohl in einem drin was ganz anderes los ist. Das kann bei Sexualität sein, das kann bei Religion sein, das kann aber auch bei, ich bin nicht gut genug, ich fühle mich hier als Hochstaplerin oder. Wähl dir was aus. Und dann kommt etwas, wo du merkst, das ist jetzt aber zu viel. Da helfen selbst meine Strategien nicht mehr. Und jetzt dann loslassen zu können und zu sagen, Leute, ich lasse mal alle Maskerade fallen. Mhm. Ich darf jetzt mal mit irgendwem so sprechen, wie ich wirklich bin. Das, glaube ich, unterschätzen so viele, wie schwierig das ist und wie gleichzeitig das dann befreiend wirken kann. Auf jeden Fall. Ja, du nickst. Puh, Leute, also wirklich unglaublich viel bis hierhin schon gelernt. Jetzt haben wir aber noch eine ganze Reihe von offenen Fragezeichen und eine Party in Aussicht, wo ihr beide dann zusammenkommt und wo sich irgendwie für euch alles verändert. Ja. Erstmal aber, Milena, du hast gesagt, es gibt so diese richtigen Menschen, wo du dann merkst, ich bin zwar eigentlich nicht gut da drin, mit anderen zu kommunizieren und habe Schwierigkeiten, ecke mal an und jetzt kommt Princess oder Prince Charming und du denkst, bam, jetzt klappt's? Nee, nicht ganz. Wer sind dann die richtigen Menschen? Das sind eine ganze Reihe von Freunden, die irgendwann über die Jahre in mein Leben getreten sind, die jeder auf eine ganz bestimmte Art und Weise mir etwas geben. Und tatsächlich sind in meinem Umfeld viele neurodiverse Menschen, sehr unterschiedliche Menschen. Neurodivers mal kurz heißt dann, Hirn ist nicht so wie beim Großteil der Gesellschaft. Genau, zum Beispiel bei Menschen mit ADHS, Autismus etc. Und mir ist schon irgendwann aufgefallen, dass ich mit den Menschen besser resümiere. Also, woran glaubst du, liegt das? Sind das dann die Aliens, die zusammensitzen und jeder hat so ein höheres Verständnis dafür, dass jemand anders ist? Oder? Ich glaube schon. Ja? Ja. Also es ist schwer zu beschreiben, aber ich habe irgendwann das Gummiband, was wir vorhin beschrieben haben, schon mal so ein bisschen losgelassen. Was war das für eine Situation? Das war, als ich meinen Realschulabschluss nachgeholt habe. Ich habe alle meine Abschlüsse quasi nachgeholt, Hauptschule, Realschule und Abitur. Und weil es in der Schule erstmal gar nicht lief, ne? Das weiß ich aus der Vorbereitung. Ja. Jede Menge Schwierigkeiten, auch zu Hause nicht immer alles einfach. Ganz genau. Dann alles nachholen. Dann habe ich alles nachgeholt und in der Realschulklasse waren viele Menschen, die auf ihrem zweiten Bildungsweg halt nachträglich noch ihren Realschulabschluss nachholen wollten und dementsprechend auch älter waren. Und irgendwie kam ich in diese Klassengemeinschaft rein und dachte, die sind alle ein bisschen merkwürdig hier, das gefällt mir ganz gut. Und hatte so das erste Mal das Gefühl, ich muss mich jetzt nicht unbedingt so super extrem anpassen. Vielleicht komme ich auch so durch. Und ich glaube, da war so bei mir der Wendepunkt, wo sich das auch alles ein bisschen verändert hat und ich angefangen habe zu lernen, so die Menschen mögen mich ja trotzdem. Auch wenn ich mich immer noch sehr stark angepasst habe, bekam ich das Gefühl, dass ich wenigstens ein bisschen mehr ich sein konnte. Und ab da kamen dann auch nach und nach einfach Menschen in mein Leben, die den Wunsch hatten, mich zu verstehen, Fragen gestellt haben. Mensch, wie ist es denn bei dir? Erzähl doch mal. Und ich nicht die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich muss aus mir heraus irgendwo Wörter finden, die mich jetzt beschreiben, weil ich vielleicht schon eine super gute Frage gestellt bekommen habe. Okay, jemand, der dann offen fragt, interessiert fragt, macht dir eine ganz andere Tür auf, als jemand, der das nicht tut. Ganz genau. Weißt du, warum sich das für mich ein Stück weit traurig anhört? Weil du hast gerade gesagt, das ging dann da Richtung Schulabschlüsse nachholen. Das heißt, du bist 18, 19, 20 schon erwachsen. Ja. Was war in deiner Kindheit? Viel. Wieso dann konkreter? Gab es das da nicht, diese Fragen? Ich glaube,
Im Kindesalter war gar kein Raum für solche Fragen. Mit wem bist du aufgewachsen? Ich habe zwei Geschwister, beide älter. Mein Bruder ist auch Autist. Bei ihm war das auch immer irgendwie klar und bei ihm äußert sich das auch einfach stereotyp. Also der Junge, der viel irgendwie mit speziellen Dingen spielt und manchmal ausrastet und einfach so ein typischer autistischer Junge, sage ich mal. Redet mit keinem, sitzt alleine ganz da, genau. Kennt die Busfahrpläne auswendig, guckt dir nicht in die Augen. Und meine Eltern waren auch damit sehr überfordert, weil es einfach anstrengend ist, drei Kinder zu haben. Und ich bin da einfach so ein bisschen unterm Radar mitgefahren, weil ich halt unauffällig war. Ich war ja nicht problematisch. Ich war auch immer sehr zurückhaltend in meiner Art und bin deshalb da immer so mitgeschwommen. Das brave Mädchen sitzt ruhig in der Ecke, ganz kommt genau. Mit sich alleine klar. Ja. Ja, klingt aber trotzdem noch so, als wären das vielleicht auch Eltern, die sagen, ich habe selber meine Kämpfe zu kämpfen, weil ich würde sonst von Eltern, ja, formuliere ich jetzt mal so, erwarten, dass man trotzdem auch auf dieses Kind eingeht? Definitiv. Also ich nehme das auch meinen Eltern absolut nicht übel, dass ich so groß geworden bin, weil ich selber weiß, dass sie durch auch psychische Erkrankungen und Schicksalsschläge, mein Vater hat einen schweren Schlaganfall, den Rest seines Lebens auf Hilfe angewiesen. Und dementsprechend habe ich das auch als Kind eigentlich immer den Wunsch gehabt, meine Eltern damit ein bisschen auch zu entlasten. Okay. Genau. Verantwortung übernehmen, ja. Nicht auffallen, nochmal mehr nicht auffallen. Nochmal mehr nicht auffallen. Deshalb ist es bei mir auf jeden Fall auch ein großes Thema immer gewesen, da einfach meine Umwelt zu entlasten. Beim Autismus gibt es eine sehr hohe Heritabilität, Vererblichkeit, genetische Komponente. Wenn jetzt dein Bruder auffällig ist, deine Eltern auch psychische Probleme mit sich rumschleppen, hast du gerade gesagt. Was war das so? Auf jeden Fall Depression. Und meine Mutter vermute ich halt selber mittlerweile auch, ehrlich gesagt, auf dem autistischen Spektrum, ja. Weil sie unfassbare Probleme mit anderen Menschen, auch mit menschlichen Kontakten einfach immer hatte. Also es fiel ihr noch viel schwerer, Kontakte zu knüpfen als ich beispielsweise. So, und da kommt keiner auf die Idee, dass das dich auch betrifft? Nein. Wie kann das sein? Ich wusste es ja selber nicht. Ja, ja. Also. Aber du bist ein Kind. Ja. So. Ja, nee, also es ist einfach. Weil bei deinem Bruder wissen wir es ja. Mhm. Da hat ja irgendwann mal eine Ärztin gesagt, bitteschön, genau. Hier ist eine Diagnose. Und die Schwester sitzt ruhig im Wartezimmer. Ja. Ja, wie erklärst du dir das, dass das da so lang unterm Radar ist, dass sich da jemand unterm Radar hält? Es ist leider auch einfach die Wissenschaft, die da noch nicht so viel im Bereich erforscht hat, wie sich Autismus in Frauen ausprägt. Dass Frauen sich generell einfach mehr anpassen und dass das zurückhaltende kleine Mädchen wahrscheinlich auch eher damit durchkommt, als der zurückhaltende, super schüchterne Junge, der vielleicht neben ihr säße. Bei Mädchen ist es dann okay. Ja. Ist doch gut. Sie ist schüchtern, aber immerhin macht sie keinen Ärger. So sind ja Mädchen. Ja, so sind ja Mädchen. Das war jetzt ironisch. Ja. Das haben wir verstanden. Sehr gut. Lena, du hast das eben auch schon angedeutet, dieses Thema Autismus und Weiblichkeit, dass das ein völlig missverstandenes ist. Ja. Kennst du das auch, dass du da sitzt und dir denkst, okay, da hat auch einfach Frau sein eine Riesenrolle gespielt in meiner Geschichte? Auf jeden Fall. Also ich bin groß geworden auf dem Dorf mit einem gleichaltrigen Cousin. Wir sind nur 5 Monate auseinander. Also es war immer dieser direkte Mädchen-Junge-Vergleich da. Das Dorf war jetzt aber nicht Neuss. Nee, das Dorf war nicht Neuss. Sondern? Forst in Karst. Forst kenne ich. Sehr schön. So. Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus. Also auf dem Dorf. Auf dem Dorf. Und ja, da war mal der direkte Vergleich zwischen Junge und Mädchen. Ich selbst bin Einzelkind. Ja. Und auch in meinem Leben gab es viele Schicksalsschläge. Wir sind da eigentlich sehr deckungsgleich auf eine ganz komische Art und Weise. Was war bei dir? Also mein Papa hatte ein Aneurysma im Gehirn und meine Mutter hat mehrmalige Krebserkrankungen. Aneurysma im Gehirn ist ein Schlaganfall? Ja. Also platzt was, ne? Ja. Wenn ich nicht vertue. Ja, okay. Ganz genau. Gut. Und deine Mutter hatte? Mehrmals Krebs, Unterleibskrebs. Und
das ist auch das, was auch im letzten Jahr immer mal wieder Thema war, nach zu Hause irgendwie. Natürlich ist man irgendwann als selbst Betroffener verzweifelt und denkt sich, warum hat mich keiner gesehen? Und meine Eltern selbst waren viel zu beschäftigt mit ihren eigenen Problemen und mit ihrem eigenen, was so los ist. Und ich war nicht auffällig. Also ich habe, wenn ich jetzt in Therapie bin und mein Therapeut fragt mich, er kann sich nicht vorstellen, dass ich nie über das gesprochen habe, was ich erlebt habe. Und dazu gehört ein Fahrradunfall, dazu gehört Mobbing, dazu gehören Krankheiten, Schicksalsschläge, was auch immer. Ich habe da mit niemandem drüber gesprochen, weil ich einerseits irgendwie nicht gefragt worden bin, aber weil ich auch nicht wusste, wie soll ich denn jetzt auf die Menschen zugehen und denen solch krasse Sachen erzählen. Also, dass ich halt auch irgendwie täglich mit der Angst lebe, meinen Vater zu verlieren. Das ist ein harter Tobak für 14-, 15-, 16-jährige Mädchen, die vielleicht gerade damit beschäftigt sind, ob der junge XY in sie verliebt ist. Ja. Das sind keine Themen, die man als Kind, Jugendlicher, was auch immer, mit Gleichaltrigen besprechen kann. Und dadurch, dass familiär immer so viel los war, glaube ich, dass es irgendwann in so eine, ich will nicht sagen Resignation gegangen ist, aber ich war ja nicht auffällig. Ich habe nie irgendwie große Probleme gemacht. Man konnte sich immer auf mich verlassen. Ich habe die absolute Hilflosigkeit genutzt, immer, die ich in meinem Leben verspüre, um irgendwie noch für Menschen da zu sein, weil ich immer den inneren Antrieb hatte, wenn man schon mich selbst nicht gesehen hat und wenn man mir nicht helfen konnte, möchte ich anderen Menschen helfen. Ich finde es so wichtig, weil ich immer wieder in dieser Gesellschaft feststelle, dass so dieses, die Frau ordnet sich unter, die Frau hat nicht aufzufallen, wenn sie da nicht auffällt, ist das ja ganz normal, das ist ja ein Stereotyp. Und dann hat sie auch für andere da zu sein, die Mutter, die sich kümmert, wer pflegt denn die Angehörigen, wer guckt denn, dass die Kinder abgeholt werden, wenn sie krank sind. Das ist ja zum Glück im Wandel, aber ich denke, wenn ihr jetzt mit Mitte 20 sagt, ich bin aber vor über 20 Jahren dann als Kind auf diese Welt gekommen und hier aufgewachsen, das schleppe ich mit mir rum. Ich frage mich gerade, in wie vielen Köpfen es Klick macht und man denkt, da habe ich total die Beziehung zu dem, was du gerade beschreibst, was ihr gerade beschreibt. Und ich habe jetzt, als ich mich mit dem Thema weiblicher Autismus beschäftigt habe, auch gedacht, es fällt einem irgendwie wie Schuppen von den Augen. Vielleicht dazu nochmal ein paar Fakten. Wir haben nämlich die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung beim männlichen Geschlecht 4-mal häufiger als beim weiblichen. Und dann konnte man aber ganz spannend zeigen, dass in klinischen Stichproben, also Leute, die schon wirklich in Behandlung sind zum Beispiel, dann bei weiblichen Personen mit dieser Autismus-Spektrum-Störung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine zusätzliche intellektuelle Beeinträchtigung vorliegt, dass die dann nicht von der Intelligenz her halt so am Start sind, sage ich jetzt mal. Und das legt ja dann nahe, dass man vielleicht einfach bei den Frauen bisher nur noch nicht so genau genug hingeguckt hat, um auch die zu erkennen, die vielleicht intellektuell überhaupt keine Probleme haben. Weil es gibt bei Männern wiederum immer auch diese beiden Typen. Intellektuell beeinträchtigt, aber intellektuell auch überhaupt nicht beeinträchtigte Autisten. Und bei Frauen natürlich auch. Und jetzt merkt man, ah, Moment mal, wir haben hier aber nur einen Typ sitzen. Und das sind nämlich die, die irgendwie übers Intellektuelle auffallen. Und da habe ich schon so gedacht, okay, das ist krass. Und dann habe ich noch was Zweites gefunden, was ich finde dazu passt, nämlich, dass es auch so kulturelle und sozioökonomische Unterschiede gibt. Ne? Dass man zum Beispiel in den USA bei schwarzen Kindern oft viel später und viel seltener diese Diagnose stellt. Wieder so, vielleicht eine Gruppe, die irgendwie marginalisiert wird, wo man davon ausgeht, ja, seid mal schön ruhig, sitzt da in eurer Ecke und wenn ihr nicht auffallt, passt das schon. Das macht mich so fettig, weil ich dann immer denke, das kann nicht sein, dass wir selbst beim Thema psychische Probleme, psychische Störungen so eine Ungleichheit haben, die sich einfach durch diese Gesellschaft so zieht. Wie geht's denn euch? Sitzt ihr da jetzt wütend und denkt, ey, wieso hat das so lange gedauert? Du bist jetzt, wie alt, Lena? 26. Bin 26, dass du jetzt erst sagst, vor ein paar Wochen habe ich die Diagnose bekommen, die eigentlich schon mein ganzes Leben bestimmt. Wie geht's euch damit? Sitzt ihr da und brodelt oder? Ja, aber wir brodeln, glaube ich, leiser. Okay, macht dann Sinn. Also bei mir war das dann eher so, dass es wirklich auch in so einen Tatendrang umgeschwungen ist, dagegen was tun zu wollen. Deshalb sitzen wir hier. Wir wollen aufklären, wir wollen es an die Öffentlichkeit bringen, weil ich denke, dass es mit Sicherheit noch mehr Frauen gibt, die zu Hause vielleicht jetzt auch das hören und merken so, hey, das kenne ich doch aber auch total von mir, ist das nicht normal? Ja. Und vielleicht auch für die Mitmenschen einfach eine Sensibilisierung, ja, zum einen auf die Andersartigkeit von Menschen und eben auch natürlich auf die Autismus-Spektrumsstörung ziehen, aber so die Wut, die ist halt eher so ein bisschen unterschwellig.
Also sie ist da. Ich glaube, es ist halt unsere ganz normale Wut, die man als weiblicher Mensch auf dieser Welt hat. Also wir sind da, glaube ich, einfach dran gewöhnt, dass es sich als Frau so anfühlt. Ja, es passt. Sorry, dass ich das nochmal einschmeißen muss, aber ich finde es gerade wieder so auffällig und wieder so, dass man es einfach checken muss. Es gibt Untersuchungen, wo man zeigen kann, dass wenn man Menschen fragt, stell dir mal ein wütendes Gesicht vor, in den allermeisten Köpfen ein Mann aufploppt. Ein männliches Gesicht. Dass wenn Kinder zum Beispiel beobachtet werden in der Interaktion mit ihren Müttern, dass die Mütter ganz anders auf die Wut von Söhnen als auf die Wut von Töchtern reagieren. Bei Töchtern gibt es keine Beachtung, wird abgestraft, ist unnormal. Bei den Jungs wird darauf eingegangen, du bist wütend, dann müssen wir irgendwie umgehen, du willst Aufmerksamkeit, hier hast du sie. Das muss man jetzt nicht schwarz-weiß sehen, aber das sind so Tendenzen, die sich immer und immer wieder finden. Und das ist einfach etwas, wo ich oft davor sitze und denke, yo, da brauchen wir ein Bewusstsein für. Da kann ich als Erzieherin vielleicht ganz gut auch ein bisschen Hoffnung geben. Ich habe mein Abitur auch in Erziehungswissenschaft gemacht und ich weiß, dass heutzutage die ganz neuen Pädagogen, die jetzt in die Welt hinausgelassen werden, sehr wohl ein Bewusstsein für Genderpädagogik haben und für Gruppenpädagogik im Allgemeinen, also wie verhalten Kinder sich in Gruppen und in unterschiedlichen Gruppen und was macht Gruppen generell mit Kindern. Und man achtet jetzt mittlerweile viel mehr darauf. Also das wilde Mädchen darf ein wildes Mädchen sein und der Junge, der Regenbogen und Einhörner malt, darf Regenbogen und Einhörner malen. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Also da wurde ja irgendwie dann auch direkt im Kindesalter schon dafür gesorgt, dass ein Kind sich komisch fühlt, wenn es nicht stereotypisch in die Welt passt. Jetzt hast du, Milena, eben gesagt, vielleicht sitze ich jetzt zu Hause und finde mich hier drin wieder. Das ist eine Form von Beschreibung. Was wir noch nicht aufgeklärt haben, ist, warum heißt es eigentlich Autismus-Spektrum-Störung? Das Wort Spektrum ist da eingebaut, weil man sagen muss, dass es eben ein riesiges Spektrum gibt. All diese früheren Formen, die es mal gab, irgendwie High-Functioning-Autismus, atypischen Autismus, dann hatten wir vielleicht Asperger-Syndrom, dann hatten wir irgendwie den Kanner-Autismus, es gab so ganz, ganz viele unterschiedliche Formen, da sagt man heute nein, das ist also die Autismus-Spektrum-Störung, aber um anzuerkennen, dass es so unterschiedliche Formen gibt, sprechen wir von einem Spektrum, es geht von bis, die Leute können zum Beispiel Schwierigkeiten mit der Intelligenz haben, dass sie da irgendwie weniger Power haben, andere überhaupt nicht, manche sprechen auf diese Weise reduziert oder gar nicht oder haben Schwierigkeiten beim Sprechen, andere, so wie ihr jetzt vielleicht hier vor mir sitzt mit vielen Strategien, auch wieder überhaupt nicht. Also es kann immer von bis gehen. Es gibt so ganz, ganz viele unterschiedliche Gesichter. Und du hast jetzt gerade eben schon gesagt, Milena, bei deinem Bruder zum Beispiel war das eben völlig anders. Jetzt wissen wir, die Diagnostik, um das dann festzustellen, wenn das so unterschiedlich aussehen kann, ist nicht ganz einfach. Ein langer Weg, beide nicken. Dann gibt es wenig Spezialisten und Spezialistinnen auf dem Gebiet. Und die Forschung, falls so rund 1% der Gesellschaft betreffen soll, eher etwas weniger vielleicht sogar. Ja, die hinkt wie immer bei solchen Themen. Was macht mir Hoffnung? Ich glaube, Hoffnung kann dir machen, dass es immer mehr Autistinnen gibt, die sich miteinander austauschen. Also wenn man in Facebook-Gruppen zum Beispiel mitliest und das ist so der erste Weg, wenn man anfängt, sich mit dem Thema auch wirklich auseinanderzusetzen. Man sucht sich Menschen, die auch betroffen sind. Und dann liest man da mit und dann macht's oft Ah und Oh und im Kopf. Und wenn dann der Rest der Gesellschaft dazu bereit ist, unseren Geschichten auch zuzuhören, dann ist eine inklusive Gesellschaft überhaupt erstmal überhaupt möglich. Also wenn man versteht, dass jeder Mensch sich selbst so gut kennt, wie kein anderer sich kennt und man sich dann zuhört, dann haben wir eine echte Chance, dass wir uns irgendwie, was das betrifft, verändern. Lena, du sagst jetzt, du bist in Therapie und hast da schon ein paar Sachen gelernt, so zumindest die ersten Schritte. Und die möchte ich verstehen. Was gehört da dazu? Was hast du mitbekommen, wo du sagst, okay, das waren für mich auch wichtige Einsichten als jemand, der schon so lange damit lebt? Hauptsächlich mein Verhalten. Also es ist eine Verhaltenstherapie und ich lerne generell mit mir und meiner Diagnose erstmal umzugehen. Also wenn man die Diagnose hat, bedeutet es auch, dass man von jetzt auf gleich eine andere Seite der Münze hat oder die andere Seite der Münze ist. Ich habe 10 Jahre lang in der Eingliederungshilfe gearbeitet, also habe Menschen mit jeglicher Form von Behinderung begleitet, habe Freizeiten geleitet und ich war diejenige, die Unterstützung geboten hat. Und jetzt ist es so, dass es darum geht, dass ich einen eigenen Behindertenausweis bekomme, dass mein Pflegegrad festgestellt wird, dass ich mit Institutionen irgendwie in Kontakt bin, die mir dabei helfen. Die andere Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille. Und das ist eigentlich das Merkwürdigste. Kann ich auf beiden stehen?
also obwohl ich das jetzt alles brauche und du hast eben auch schon mal das Wort Burnout fallen lassen, gleichzeitig trotzdem noch anderen helfen, was, habe ich noch genug Energielöffel, um was abzugeben? Also ich nicht, nee. Ja. Nee. Ja. Das ist auch so lebensverändernd, ja, zu wissen, dass man jetzt auf einmal selbst, und ich habe immer am liebsten mit Autisten gearbeitet, das ist so die kleine Anekdote dahinter, ich habe immer nie verstanden, warum meine Kollegen Autisten nicht verstehen können. Mhm. Und jetzt verstehe ich das natürlich, woran das lag. Mhm. Und ja, ich habe 10 Jahre lang beruflich jetzt alles gegeben und weiß, dass ich zu jeder Zeit 1000%ig gut war in meinem Job. Aber der Energielöffel ist nicht mehr da. Ich muss mich jetzt um mich kümmern und jetzt dazu stehen und zu wissen, okay, es ist eine Behinderung. Der Umwelt zu erklären, es ist keine Krankheit. Der Umwelt zu erklären, ich habe mir das jetzt nicht von jetzt auf gleich ausgedacht, sondern das ist immer schon in mir. Ich habe noch nie darüber gesprochen. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt und dann auch wieder sehr viele Energielöffel. Milena nickt. Mir kam halt auch gerade nochmal in den Sinn, dass ich auch in meiner letzten Therapie, also ich war auch über 4 Jahre, glaube ich, mal mehr, mal weniger in Therapie, und es war eine tiefenpsychologische Therapie. Und jetzt gegen Ende, also meine Therapeutin ist mittlerweile in Rente gegangen, aber so in den letzten Sitzungen, nachdem ich Lena auch kennengelernt habe, kam das Thema halt immer mehr auf und meine Therapeutin war sehr irritiert, weil ich ja nie darüber gesprochen habe, dass ich Probleme mit Sinnwahrnehmung habe, mit Reizen, mit Überforderung, weil meine Routine jetzt anders plötzlich war oder all solche Dinge. Das war nie Thema unserer Therapie. Wir haben eigentlich nur meine Kindheit durchgearbeitet und das hatte in gewissem Sinne auch dabei geholfen, dass ich mich besser verstehen konnte, aber letzten Endes war die Therapieform für mich nicht optimal, weil mir, was ich gebraucht hätte, wären nochmal andere Strategien, um zu merken, wann bin ich denn überfordert? Also ja, ich habe extrem Probleme zu merken, wann war das jetzt zu viel? Wann war das ein Stresslöffel zu viel, der da weggekommen ist? Und all solche Dinge sind auch da einfach wieder unterm Radar gelaufen. Thema, es braucht dann auch die wirkliche Spezialistin auf dem Gebiet. Ganz genau. Also das ist mir dann auch nochmal extrem bewusst geworden, dass das auch sehr wenige Menschen können. Also es gibt sehr wenige Menschen, die mit Autisten arbeiten und es gibt sehr wenige Angebote, um da Informationen zu bekommen. So, jetzt stelle ich hier, so stelle ich es mir vor, 5 Schüsseln Chips auf den Tisch. Wir haben es so lange nicht gehabt. Ich muss in meinem Gedächtnis kramen. Ich hänge irgendwie eine Disco-Kugel auf, die von so einem kleinen schrummeligen Scheinwerfer angeleuchtet wird. 2 Boxen, die schon kratzen, weil sie viel zu laut aufgedreht sind. Und wir sind im Partykeller, wo ihr beide euch kennenlernt. Endlich bei der Party angekommen. Und es passt deswegen gerade, glaube ich, so ganz perfekt hier an diese Stelle, weil du gesagt hast, mit wem kann ich denn darüber reden? Wie kann ich es eigentlich verstehen? Wie soll ich jetzt vor allem als Anfänger vielleicht auf dem Gebiet einen Experten, eine Expertin finden? Ihr lernt euch kennen. Bei einer Party. In Hamburg. In Hamburg. Selber schuld, dass ihr hier den Westen verlasst. Was passiert da jetzt? Sitzen dann da 2, die in den Raum kommen und denken, ach guck, noch ein Alien, und man hat sofort Blickkontakt, First Love, und tauscht sich dann aus? Oder wie lief das ab? Witzigerweise gar nicht. Also ich kannte Lene eben noch nicht, aber ihren jetzigen Partner. Und sie stand halt gerade alleine da irgendwie. Und ich dachte mit meinem autistischen Hirn, ach Mensch, gehst du doch mal und fragst, wer sie ist und was sie hier macht. Und wollte sie eigentlich nur integrieren aus meinem eigenen Denken. Wenn ich alleine auf einer Party stehe, wo ich niemanden kenne, ist mir das unangenehm. Deshalb gehe ich auf sie zu. Obwohl du eigentlich im unterm Radar sein willst, weißt aber, dass das anderen unangenehm sein könnte. Genau, also ich wollte ihr da einfach... Guck mal, wie tief ich schon in eurer Welt bin. Ja. Sehr schön, das freut uns. Und dann wisst ihr in dem Moment beide schon, wir sind Autistinnen? Nein. Also ich war gerade dabei, mich selbst zu diagnostizieren. Also es war Sommer 21 und ich war gerade 3-4 Monate dabei. Und dann in dem Moment tatsächlich auch noch, war nicht selbstbewusst und konnte sagen, oh, ich bin Autistin, sondern es fühlte sich zu dem Zeitpunkt, es war diese Phase der inneren Kritik. Und ja, ich bin auf die Party gekommen und war noch im Beobachtungsmodus. Also ich stand da rum und habe mir gedacht, okay, hier bist du jetzt also, du bist jetzt echt hier hingegangen. Ich hatte wahnsinnige Angst davor. Das war
Bist du sonst nicht der Partygänger? Doch, schon. Tatsächlich mag ich das. Aber es ist halt fremd. Es sind fremde Menschen. Es war nicht in meiner gewohnten Umgebung und ich wusste nicht so richtig. Also ich war zu dem Zeitpunkt mitten im Burnout und hatte meine psychischen Probleme und neue hatte Stadt, auch die komischen Leute im Norden. Die komischen Leute im Norden und auch nicht so die Sicherheit, wie was soll ich da jetzt tun irgendwie. Im Rheinland weiß ich, was ich auf einer Party zu tun habe. Kölsch trinken. Quasi. Ja, und dann kam Milena auf mich zu und hat sich ganz freundlich vorgestellt. Und ich hatte meine Flasche Fanta und Korn in der Hand und meinte so, ja, sollen wir das trinken? Und am Ende, ich weiß nicht, 5 Stunden später, war dann die Flasche leer und wir haben uns einmal komplett über unser Leben ausgetauscht. Und ich bin sehr, sehr schnell sicher gewesen, okay, mit ihr kann ich mich austauschen, weil du hast sehr früh von deinem autistischen Bruder erzählt. Und ich war so, ey, cooles Thema, weil, ey, so irgendwie. Und betrifft mich auch. Betrifft mich auch. Okay. Und zeitgleich, und das ist das, was mir halt auch so wichtig ist, dadurch, dass ich Erzieherin bin, habe ich das Gefühl, ich habe einen Bildungsauftrag. Und mein Bildungsauftrag geht auch in das Zwischenmenschliche. Und ich hatte dann den Bildungsauftrag in dem Moment, Milena irgendwie klarzumachen, dass sie zwar von ihrem autistischen Bruder spricht, aber ich meine, ich bin sehr, sehr gut darin, Menschenverhalten zu beobachten. Und ich habe sie auch in dem Moment beobachtet. Mir war klar, das ist auch mitten auf dem Spektrum irgendwie. Und zeitgleich musste ich aber auch irgendwie den mittleren Weg finden, um da nicht so direkt mit der Keule drauf zu hauen. Und ey, übrigens, aber ich glaube, wir haben uns im Gespräch, dadurch, dass wir aber auch wahnsinnig viele Parallelen haben, also unser Name ist fast gleich, das Mie macht den Unterschied, wir funktionieren im Kopf sehr ähnlich, wir haben sehr, sehr, sehr ähnliche Dinge erlebt in unserem Leben, also um einen Vater zu trauern oder in der ständigen Sorge zu leben aufgrund eines Schlaganfalls, also wenn man damit groß wird, dann hat man eine Verbindung. Das unabhängig bei euch, davon. Bei beiden in der Familie. Ganz genau. Ja. Und dadurch hatten wir auch direkt ein Thema. Und ich habe dann die Zeit genutzt, um Milena erstmal klarzumachen, wie ich funktioniere. Und alles, was ich von mir erzählt habe im autistischen Kontext, war ein, ah ja, das kenne ich auch. Das habe ich auch so. Und so. Ich frage mich gerade, wie viele jetzt hier sitzen und in dem Moment, wo wir euch hier zuhören, gerade mit euch auf der Party sind und sich dann denken, oh jo, das habe ich auch. Gibt gerade keinen Fanta Korn, aber irgendwie macht so viel im Kopf Klick. Ging dir das dann so, dass du da rausgehst, Milena, und sagst, erleuchtet oder wie muss ich mir das vorstellen? Also erleuchtet wäre nicht das richtige Wort, weil ich musste mich dann ja erstmal informieren. Dann ging es erstmal in die Recherche, wo ich mir tatsächlich dann einfach mal neue Studien durchgelesen habe. Mhm. Wie äußert sich das denn bei Frauen überhaupt? Was ist das? Ah, Ameisenmodus an. Ameisenmodus war an. Und dann habe ich im Laufe der Recherche festgestellt, okay, das könnte tatsächlich sein. Und gerade, weil ich auch gar nicht wusste, dass es halt ein großer genetischer Faktor mit reinspielt, war dann halt schon mein Gedanke, ja, also ich war mir ziemlich schnell sicher, dass ich da auch mich irgendwo verorten kann. Aber dann auch gleichzeitig mit sehr viel Unsicherheit, weil ich habe ja gar nicht so große Probleme. Ich bin ja bisher immer klargekommen. Bei mir ist das ja gar nicht so schlimm wie zum Beispiel bei meinem Bruder. Oder ich kann ja mich mit Menschen treffen. Ich kann auf Tinder-Dates gehen. Ich kann machen, was ich möchte. Aber mir ist jetzt immer mehr bewusst geworden, wie anstrengend das gleichzeitig ist. Also wenn ich dann irgendwie mich verabrede mit einem fremden Menschen, wie auch immer, dann weiß ich muss am nächsten Tag mir Zeit freischaufeln, die ich mit mir alleine verbringe, um wieder Stresslöffel zurückzugewinnen, die ich verbrauchen kann. Okay, ich möchte jetzt gleich nochmal, weil du das gerade eben so schön beschrieben hast, Lena, mit der anderen Seite der Medaille, dass es plötzlich da auch noch so eine Kehrseite gibt, den Spieß nochmal umdrehen. Und es passt jetzt nicht mehr ganz ins Bild, aber ich könnte mir vorstellen, dass es noch eine dritte Dimension hier in dieser Geschichte gibt, dass wir nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel drauf geben. Vorher aber ein paar schnelle Fragen, die für mich jetzt hier so im gesamten Gespräch immer wieder aufkamen. Was ist so das dümmste Vorurteil gegenüber Autismus? Dass wir keine Nähe zulassen können oder wollen. Also jegliche Form von Kühlheit angeblich. Ja, also das verletzt mich immer am meisten. Also das ist immer so dieses, nur wenn man Dinge nicht zeigen kann, heißt es nicht, dass man das nicht fühlt. Ja, also ich hatte tatsächlich selber das Vorurteil, dass man keine Empathie hat oder weniger Empathie. Deshalb habe ich mich da auch selber vorher nie drin gefunden, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin. Aber das halt einfach anders funktioniert in meinem Kopf. Kognitiver. Was ist so die schädlichste Strategie? Weil ihr habt viele Strategien, um nicht aufzufallen. Von welcher würdet ihr sagen, mache ich immer wieder, ist aber eigentlich total schlecht für mich? Zu sehr anpassen. Also
wenn ich weiß, es kommen jetzt einige stressige Termine auf mich zu, dass ich sie trotzdem alle mitnehme, aus dem Wunsch heraus wahrscheinlich noch normal zu sein, zu funktionieren und nicht auf mich zu achten. Also jederzeit funktionieren wollen. Was ist die beste Strategie, die auch dann vielleicht sogar tatsächlich gut tut? Maske ablegen. Ja? Ja. Ja. Und wenn ich mit meinen dicken Noise-Canceling-Kopfhörern durch die Stadt laufe und dabei ein bisschen verwirrt wirke, dann ist mir das mittlerweile egal, weil ich komme dadurch irgendwie klar. Und wenn ich im sozialen Kontext eine kommunikative Grenze überschreite und mein Mitmensch sagt mir das nicht, dann ist es nicht mehr meine Aufgabe, es die ganze Zeit zu überdenken, sondern das, was man mir sagt, ist nur das, womit ich arbeiten kann. Maske ablegen. Für sich sein, Schwierigkeiten haben, zum Beispiel, du hast es eben nochmal gesagt, Milena, anderen in die Augen zu gucken. Und ich merke die ganze Zeit, ich mache es so völlig automatisch, aber eben habe ich mal einfach auf den Tisch geguckt, wenn du erzählt hast und direkt gecheckt, okay, du kam mir zumindest so vor, redest auch direkt freier und hörst nicht auf und ja, so, positiv gemeint, aber muss man irgendwie checken. Mit all diesen Schwierigkeiten, wie geht dann maximale Nähe? Wie funktioniert Sex zum Beispiel? Ich glaube, so wie bei allen anderen Menschen auch. Also es ist nicht beeinträchtigend, dass man dann sagt, ich kann dir dabei nicht in die Augen gucken oder das ist mir jetzt zu nah, zu, ich will doch eigentlich für mich sein. Also bei mir persönlich jetzt nicht, aber das ist bei jedem Autisten anders. Ja, ich glaube gerade so Dinge wie in die Augen schauen, also wenn ich Liebe empfinde oder sowas oder selbst wenn ich jetzt einfach nur jemandem sehr nah sein möchte, dann finde ich das auch schön, wenn man sich in die Augen schaut. Aber dann ist das nicht der Kontext, man redet miteinander. Also ich glaube, man muss auch einmal erklären, das, was uns anstrengt beim in die Augen schauen, ist, dass es ein bewusstes, ich schaue jetzt in die Augen und dann ist das Hirn auf irgendeine Art und Weise damit beschäftigt, ich muss ja jetzt in die Augen schauen und dann ist das Hirn abgelenkt und wir können uns nicht mit unseren Gedanken oder dem, was wir sagen sollen. Also es ist einfach ein Faktor, der anstrengend ist. Also wenn Milena und ich uns treffen und über sehr, sehr, sehr tiefgründige Dinge reden, dann sitzen wir, so wie jetzt auch, irgendwie bei mir auf dem Bett oder auf der Couch und gucken geradeaus und unterhalten uns ganz sachlich. Das ist dann auch manchmal emotional oder so, aber es ist nicht so dieses, wir müssen uns jetzt nah sein oder wir müssen jetzt hier irgendwie uns die ganze Zeit anschauen. Es ist dann manchmal einfacher, einfach nur geradeaus auf die Bilder zu gucken und alles ist gut. Ja, ich hab's nochmal eine ganz wichtige Stelle gerade, weil ich jetzt auch so dachte, okay, wenn einem so diese Kleinigkeiten, so kamen sie mir jetzt vor, umarmen, in die Augen gucken, so schwierig fallen, wie soll dann sowas wie maximale körperliche Nähe zum Beispiel beim Sex gehen? Ja. Jetzt hast du mir aber erklärt, es geht ja gar nicht um, ich will jetzt keine Nähe zu dir, wenn ich dir nicht in die Augen gucke, sondern mein Kopf ist plötzlich mit was ganz anderem beschäftigt, nämlich diesem in die Augen gucken. Und ganz darum genau geht's. Okay, krass. Gut, dass ich nochmal gefragt habe. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch noch zu wissen, dass es für uns einen Riesenunterschied macht, ob eine Person uns nahe ist oder nicht. Also wenn ich im Bus sitze oder stehe oder in der Bahn und da berührt mich jemand aus Versehen leicht, finde ich das super unangenehm, weil ich halt auch alles direkt so wahrnehme. Wenn jetzt aber Milena mich aus Versehen anrempelt, was wir häufig tun und eben auch wieder festgestellt haben, weil Autisten sich nicht so gut... Auf dem Fahrradweg in Münster. Ja, ganz genau. Weil Autisten sich leider nicht so gut im Raum orientieren können, also uns fehlt die innere Orientierung, wo wir uns gerade im Raum befinden, dann rempelt man sich ja auch mal an, dann finde ich das nicht schlimm, also das macht mir dann nichts, aber wenn das jetzt jemand Fremdes ist, dann ist das höchst unangenehm, weil man möchte ja auch nicht auffallen. Seid ihr bereit, die dritte Dimension vielleicht noch aufzumachen? Ja. So, pass auf, ich hatte hier, und das übrigens muss ich mal kurz sagen für, ich weiß gar nicht, hört ihr hier die Folgen, habt ihr mal reingehört? Mhm. Ihr nickt, das freut mich. Für alle, die hier schon ein paar Folgen gehört haben, vielleicht geht es euch da so wie mir. Es ist so krass, wie sich immer mehr so Puzzleteile zusammensetzen im Verstehen vom Menschsein, finde ich. Und deswegen finde ich auch, mit je mehr Folgen, desto häufiger irgendwelche Querbezüge sich ergeben. Und ich denke jetzt an Angelina, die war hier, ADHS. So, und die hat dann gesagt, für mich ist dieser Hyperfokus, das war für sie so ein Hulk-Modus, in den sie dann schaltet, ist für sie eine Superkraft. Wenn sie dann einfach mal da sitzen kann und sagt, sie wird nicht grün und nicht muskulös und irgendwie auch nicht wütend, sondern es ist im Prinzip, dass sie wirklich so massiv scharf stellt und dann sich auf was konzentriert und da drin ist und so eine kreative Kraft auch plötzlich spürt. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ist das dann jetzt plötzlich die total positive Seite vom ADHS? Und frage mich jetzt gerade, gibt es das bei euch auch oder tun wir dann einer Störung Unrecht, die ja auch mit viel Leid einhergeht? Wie seht ihr das? Gibt es Superkräfte für Leute im Spektrum? Ich glaube schon. Ja.
Also ganz romantisch ausgedrückt ist das eine Superkraft, doch. Genau, romantisch ausgedrückt würde ich sagen, auf jeden Fall. Zum Beispiel? Also zum Beispiel auch der Hyperfokus. Das kennt ihr auch? Ja. Auf jeden Fall. Also generell muss man einfach ganz, ganz wichtig sagen, dass ADHS und Autismus sehr viele gemeinsame Schnittmengen haben. Also Hyperfokus ist auf jeden Fall ein generelles neurodiverses Ding. Was noch? Beobachten. Wir haben, glaube ich, eine höhere Sensibilisierung, Dinge zu beobachten, Menschen zu beobachten, Strukturen zu entdecken. Wie schaffe ich das? Also das ist für uns eine merkwürdige Frage, weil wir das schon immer gemacht haben. Ja. Aber einfach mal bewusster auf Dinge zu schauen. Und objektiver. Objektivität ist nämlich auch ein Hulk-Modus von uns. Ja. Und was halt auch noch ein Riesenfaktor ist, sind die kreativen Lösungsstrategien, die wir ständig entwickeln, die uns natürlich in unserem Dasein helfen, aber jetzt zum Beispiel im beruflichen Kontext auch immer wieder positiv auffallen. Ja, vermutlich ist das auch der Grund, warum wir ganz individuell auf unser Leben bezogen dann doch so gut durch die Pandemie kommen. Ja. Auf jeden Fall. Also für mich war es eine ganze Zeit nicht wirklich schlimm, weil ich alleine war und ich dadurch, dass ich mich einfach gerade am Anfang sehr stark mit der Situation auseinandergesetzt habe, mir schon irgendwie so einen Plan im Kopf machen konnte, was jetzt eventuell passiert, wie es weitergeht, was halt vieles davon auch eingesetzt hat, weil ich dann mir ja die Informationen von den Menschen habe zukommen lassen, die darüber Bescheid wussten. Ich musste auch immer an Greta Thunberg denken, weil ich so von außen das Gefühl habe, die ja auch im Autismus-Spektrum ist. Da ist eine junge Frau, die kämpft gegen die Welt und die geht hin beim Weltwirtschaftsforum und sagt, how dare you, und schreit diesen Leuten da ins Gesicht, was sie alles falsch machen, statt jetzt irgendwie vor Ehrfurcht da zu erstarren und zu sagen, boah, guck mal, was ich alles schon geschafft habe, ich rede hier mit Obama und Merkel und weiß ich nicht wem alles. Nein, die tritt da auf und selbstbewusst mit Fakten und total informiert als Spezialistin auf einem Gebiet, das so unglaublich komplex ist, oder? Das kann doch dann ein tierischer Vorteil sein, wenn du solche Interessen irgendwie in eine konstruktive Richtung gelenkt bekommst. Und gerade Greta Thunberg, also ich beobachte das seit Beginn der Sache quasi und ich habe nie richtig verstehen können, weshalb Menschen sie nicht so sehen, wie sie ist und weshalb man sich immer noch so schwer damit tut, zu verstehen, dass sie wirklich, das ist ihr Spezialinteresse. Das ist ihre Ameise. So, das ist ihr Thema. Und sie hat echt, also ich habe eine sehr gute Dokumentation über Greta Thunberg gesehen und war beeindruckt an einer Autistin, wie Greta Thunberg da steht und sagt, ey, ich habe mich jetzt echt mal mit in das Thema irgendwie reingelesen und ich habe einen Plan und ich habe das gesehen und ich weiß, was hier wirklich auf der Welt los ist. Dann glaubt ihr verdammt nochmal. Ja. Wow, also so ein flammender Appell jetzt nochmal. Und wie gesagt, ich hatte gedacht, jetzt sagt ihr mir vielleicht so anderthalb Punkte, aber was hatten wir? Hyperfokus, Riesenvorteil. Wer da nochmal tiefer einsteigen möchte in das Thema, hört sich die Folge mit Angelina zu ADHS nochmal an. Ihr habt gesagt, da gibt es viele Parallelen, also von der kann man da ganz viel zu lernen. Kirmes im Kopf. Dann habt ihr gesagt, beobachten, sich überhaupt mal bewusst werden, was passiert hier. Ich laufe so oft mit Scheuklappen durch die Welt und denke, das habe ich gar nicht gesehen, dass heute die Sonne scheint. Ach, das habe ich gar nicht gemerkt, dass heute was in meinem Bauch grummelt. Manchmal merke ich das dann so plötzlich und denke, ey, du hast gar nicht auf dich geachtet. Du hättest mal was essen können. Genauer hingucken. Objektivität, dass ich sage, ich lasse mich nicht direkt von irgendwas überwältigen, sondern selbst wenn krasse Krisen da sind, wie jetzt ein Krieg in Europa, dann hole ich mir erstmal die Fakten und habe eine Emotionskontrolle, was eine Fähigkeit ist, ne? Wo es nicht um Unterdrücken geht, sondern um eine Fähigkeit und kreative Lösungen. Also statt zu sagen, obwohl alles in meinem Kopf schreit, ich will nichts Neues und eigentlich brauche ich die Routine, traue ich mich trotzdem, stürze mich ganz bewusst ins Ungewohnte. Großartig. Und dann ganz zum Schluss dieses, ich habe ein Spezialinteresse, aber daraus kann vielleicht was werden, womit ich die Welt vor der Klimakatastrophe rette, indem ich sie aufmerksam mache. Krass. Wirklich krass, tut total gut mit euch zu sprechen. Trotzdem, zum Ende kommend, bleibt es eine Störung? Ist es eine Herausforderung? Ist es belastend? Auf jeden Fall immer. Es ist eine Behinderung. Also ich würde nicht nur sagen, es ist eine Störung. Also ja, es ist eine Störung. Aber es ist wirklich eine Behinderung, die mich in meinem Leben behindert und die dafür sorgt, dass ich in ein Leben gewandert bin. Wir sprechen immer von so einer Tür. Wir haben uns an der falschen Tür angestellt, da oben irgendwie. Wo melden sich hier die Aliens? Ja, beziehungsweise wir sind irgendwie da reingestolpert und wussten nicht, dass wir jetzt die falsche Tür genommen haben. So fühlt sich das an.
Ich weiß nicht, woher wir beiden die Kraft nehmen und viele, viele andere Menschen mit der Diagnose ebenso, woher man jeden Tag die Kraft nimmt, aufzustehen und zu sagen, okay, das Leben ist anstrengend, der Tag ist anstrengend und eigentlich haben wir hier keinen Plan. Ich weiß nicht, woher man die Kraft nimmt und wie wir das schaffen, aber vielleicht macht es die Lebenserfahrung. Und es ist aber ganz wichtig, dass man versteht, nur weil wir so gut, also vermeintlich gut klarkommen und uns gut anpassen können, heißt das nicht, dass wir keinen Leidensdruck haben. Ja. Und das ist auch das, was uns am wichtigsten ist, dass man wirklich versteht, wenn jemand darüber spricht, dass er oder sie eventuell Autistin ist oder die Diagnose hat, dass man das ernst nimmt und dass man der Person zuhört, was sie sagt. Okay. Und mir wäre auch noch wichtig zu betonen, dass es nicht weggeht. Ja. Du bist so keine geboren, Krankheit. Du wirst so sterben. Also es ist ein Thema, was uns unser ganzes Leben begleiten wird. Mhm. Und so gut wir auch unsere ganzen Strategien und die positiven Dinge hervorheben, wir haben trotzdem jeden Tag Schwierigkeiten. Und deshalb haben wir das vorhin auch so als ein bisschen romantischen Blick auf. Ja, ja, ja. Das wollte ich auch nochmal einfach herausstellen und jetzt auch als Botschaft noch mit rausgeben, bevor jetzt irgendwer denkt, ach, ich wäre so gern Autistin. Auf keinen Fall. Ist klar geworden. Aber nicht nur das. Mir ist noch viel, viel, viel mehr klar geworden. Auch ich fand, okay, bei Autismus, Spektrumstörung, denkst du erst, das ist so total ein spezielles Thema. Aber ich habe heute wieder so viele Stellen gehabt, wo eben neue Puzzleteile für mich im Kopf dazu gekommen sind, mit meiner Faszination für Psychologie und fürs Menschen verstehen, was ihr teilt. Dafür danke ich euch wirklich von Herzen und muss deswegen auch sagen, so krass und irgendwie auch ja traurig, dass auch, was ihr gerade jetzt nochmal gesagt habt und so wichtig es auch ist, gehe ich hier mit einer guten Stimmung raus. Wir auch. Ja? Auf jeden Fall. Ja. Ey, dann lasst euch bitte hier nicht von Fahrrädern überfahren. Provoziert mal die Leute in Münster. Lauft jetzt einfach zu zweit auf dem Fahrradweg. Und wenn sie ausrasten, sagt ihr den Leuten, was haben wir eben gesagt, mal andere Ideen sammeln. Mal andere, fahrt doch jetzt mal auf den Bürgersteig. Das machen wir. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass wir hier sein durften. Wirklich weiter alles Gute. Bis dahin, Lena und Milena. Dankeschön. Danke. Wir können uns gut anpassen, unterm Radar bleiben, nicht auffallen. Das ist weiblicher Autismus. Dieser Satz wird aus dieser Folge auf jeden Fall bei mir hängen bleiben. Nicht auffallen, um jeden Preis. Ich glaube, das betrifft ganz viele von uns. Sich anpassen, auch wenn das, was man dann tut, überhaupt nicht zu einem selbst passt. Lena und Milena haben uns heute nochmal ganz klar gemacht, wie schädlich das sein kann und was für eine Last damit einhergeht. Und vielleicht auch der Appell von den beiden, dass Inklusion dann existiert, wenn man sich zuhört und wenn man sich sein lässt, wie man ist. Dazu passte für mich auch dieser unglaublich schöne Vergleich mit dem Blau. Wie erklärt man irgendwem die Farbe Blau? Gar nicht so einfach, aber irgendwie auch nicht unmöglich, oder? Zumindest, wenn es um Autismus geht. Denn ich persönlich habe heute, nachdem ich zuhören durfte, schon den Eindruck, ein bisschen besser verstanden zu haben, was Autismus ausmacht, wie es ist, damit zu leben und vor allem, wie viele Gesichter er haben kann. Gerade als das Mikro aus war, ist Lena noch eingefallen, dass sie uns unbedingt mitteilen will, wie wichtig es ist, durchzuhalten. Dass es sich lohnt, auch wenn man zum Teil ewig auf irgendwelchen Wartelisten steht, für die offizielle Diagnose durch einen Profi zu kämpfen. Denn wenn man das geschafft hat, und ich glaube, das haben die beiden uns heute auch nochmal klar gezeigt, wenn man versteht, warum man sich vielleicht manchmal als Alien fühlt, dann ist das schon ein unglaublich großer erster Schritt. Ja, und damit ist die Folge auch schon wieder vorbei. Allerdings geht es nahtlos weiter. Und zwar nächste Woche mit Vanessa. Die trägt ihre Erinnerungen an den 15. Februar 2016 für immer im Gesicht. An diesem Morgen überkippt sie ihr Ex-Partner Daniel mit Schwefelsäure. Durch die Attacke verliert die junge Frau ihr linkes Auge und ihr Ohr. Ihre komplette linke Gesichtshälfte sowie ihr Dekolleté sind übersät mit Narben. Als die damalige Kosmetikerin sich so das erste Mal im Spiegel sieht, ist sie verzweifelt. Aber es wächst auch eine Stärke in ihr und bis heute kämpft sie einerseits mit den Folgen und der Angst, was wird passieren, wenn Daniel wieder aus dem Gefängnis kommt. Doch sie sagt auch, ich liebe mich heute mehr als früher und das gilt auch für mein Spiegelbild. Endlich entspreche ich meinem eigenen
meinem inneren Schönheitsideal. Es ist eine sehr bewegende Geschichte mit einem grauenhaften Verbrechen im Zentrum und gleichzeitig einer Frau, die für sich einen ganz besonderen Weg gefunden hat, damit umzugehen. Ich würde mich entsprechend wirklich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wir uns dazu hören. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was sind eigentlich Milena und Lena, die heute hier waren, für zwei Personen? Wie sehen die Aliens vielleicht auch aus? Ja, man will das ja vielleicht manchmal wissen. Dann guckt doch mal bei uns vorbei auf der Instagram-Seite. Besser so. Da gibt es wie immer zur Folge noch eine ganze Reihe von Hintergrundinfos. Da gibt es nochmal Einblicke zum Thema heute und auch nochmal Inhalt von den beiden. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Würde mich ansonsten freuen, wenn wir uns hier wie gewohnt nächste Woche wiederhören. Bis dahin, ihr Lieben. Bleibt mir gesund und gewogen. Euer Leon. Thank you.